Hallo, willkommen zurück zu Golden Sun. Es geht genau hier weiter, wo ich euch beim letzten Mal zurückgelassen habe. Ich muss mir das noch angewöhnen, hier mit dem Emulator da auf Aufnahme und so zu drücken. Das hätte ich gerade fast vergessen. Das ist bei Wii-Projekten, sage ich mal, ein bisschen einfacher oder generell Projekten auf der Konsole, finde ich. Gut. Es geht hier gleich mit dem Kampf weiter. War natürlich kein Problem hier, dieses Mini-Team. Ach, und guck mal. Okay. Ach. Das ist es. Wir haben es gefunden. Es ging ja schnell. Das ist eindeutig das Symbol der Sonne. Wir sind im Herzen des Heiligtums von Sol. Ja. Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, die beiden haben die Wahrheit gesprochen. Ja. Ja, wirklich. Aber wenn es wahr ist, was sie sagten, bedeutet das, dass sie... Sie sind Diebe. Sie sind gekommen, um das Heiligtum zu plündern. Lass uns ins Dorf zurückkehren und es den anderen berichten. Oh, wartet. Hä? Aden? Was ist los? Ja. Wir sind so nahe. Was? Nahe? Nahe woran? Naja. Wir sind den ganzen Weg bis ins Herz des Heiligtums vorgedrungen. Ihm jetzt den Rücken zu kehren und zu gehen. Was ist daran so schlimm? Ach, ja. Im Heiligtum von Sol ruhen die Ursprünge der Alchemie. Es wäre eine Verschwendung. Ja. Was denkst du? Sollten wir noch ein Stück weitergehen? Ja klar, ich bin gerade, du hast recht, ich bin auch sehr neugierig jetzt. Danke, wirklich danke schön, Isaac. So gehen wir. So gesehen haben wir wohl keine andere Wahl. Ich stimme gerade zu. Ich will sehen, was auf uns wartet. Ha, wirklich. Wir werden nur noch ein bisschen weitergehen. Okay, gut. Gut, das ist entschieden. Lasst uns weitergehen. Sehr schön. Die Musik hat sich hier auch gleich geändert. Ist ein bisschen andächtiger, aber auch sehr schön. Generell lieb ich und mag ich und ja, die Musik von Golden Sun wirklich sehr gerne. Achso, guck mal. Dieser Weg führt zurück aus dem Heiligtum hinaus. Es muss in diesen beiden Räumen zu finden sein. Okay, gut. Ich dachte, da links wäre vielleicht noch was gewesen, aber... Okay, er meint diesen zweiten Raum. Und wie sieht's denn hier aus? Was ist das für ein Raum? Wow. In der Mitte ist der Mond dargestellt. Ein Abbild von Luna. Hm. Das muss die Nacht symbolisieren. Diese Räume müssen irgendwie verbunden sein. Denkst du nicht auch? Ja, Sonne und Mond, also Sol und Luna. Ja, irgendwie muss eine Verbindung bestehen. Ja, du hast recht. Luna und Sol. Diese Räume tragen ein Geheimnis in sich. Hm. Was hat das zu bedeuten, Isaac? Würdest du weiter nach oben gehen? Na klar, ich bin jetzt auch ganz neugierig. Lass mich wissen, was du gefunden hast. Okay, du bleibst hier gerade, ne? Untersuch mal die Wände hier. Vielleicht kannst du ja was finden. Okay, nee, die Statuen lassen sich nicht untersuchen. Gut, gehen wir einfach mal weiter nach oben. Diese mystische Aura verschwindet hier im Gang sofort. Und die Musik erscheint wieder. Okay. Ich weiß, da oben war ein Raum. Ich gucke mal kurz, was hier ist. Okay. Ein Stein. Den lassen wir nochmal kurz liegen. Den holen wir uns später. Okay. Die Räume sind hier nochmal sozusagen abgebildet mit dieser Sonne und dem Mond halt in der Mitte. Hm, ja, guck mal, hier kann man was verschieben. Schieben wir das einfach mal so hin. Wow. Okay, irgendwie mit Licht passiert da jetzt was und... Oh, bei Kraden passiert unten auch was. Was geschieht hier? Hä? Hä? Isaac muss etwas gefunden haben. Wow. Oh, Blitze. Isaac, hör auf! Du begehst einen großen Fehler! Oh, oh. Okay. Warte, Isaac! Okay, die Statue ist wieder zurück.
Was ist los gerade? Sehr interessant. Du hast einen äußerst interessanten Mechanismus gefunden, Isaac. Ja. Aber es ist eindeutig eine Art Falle. Hä? Das ist eine Falle? Geh und sieh dir den Lunaraum an. Dann wirst du verstehen. Okay. Ja. Gut gemacht. Dies zu finden bedeutet, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber wenn du nur eine Statue bewegst, sitzt du in der Falle fest. Aber wofür soll die Falle hier gut sein? Ich weiß noch nicht. Aber ich weiß nicht, wer sie aufgestellt hat. Aber es muss hier etwas sehr Wichtiges versteckt sein. Vielleicht ist hier der Schlüssel zur Alchemie selbst versteckt. Wow. Soll ich dir noch mehr erzählen? Ja klar, wenn du mehr darüber weißt. Ehrlich. Ich bezweifle, dass du es verstehen würdest, wenn ich es dir jetzt erklären würde. Wir müssen versuchen, das Geheimnis zu lüften. Oh nein, noch ein Geheimnis. Ich durchsuche noch den Lunaraum. Ihr durchsucht den Rest des Heiligtums. Der hält uns für blöd, oder? Meine Intuition sagt mir, dass das Licht der Schlüssel zum Geheimnis sein muss. Okay, gut. Isaac, lass uns versuchen, das Rätsel zu lösen. Gut, also eine Statue sollen wir eher nicht bewegen. Versuchen wir mal unser Glück hier. Ich weiß zwar nicht, vielleicht sollen wir hier auch nicht nur eine Statue bewegen, aber wir machen es mal. Okay. Passiert nichts. Können wir, denke ich, mal weitermachen? Schieben wir die Statue hier nochmal auf ihren Platz. Da sieht man ja schon extra so einen Sockel, also die gehören auf alle Fälle dahin und... Wow, noch ein Licht. Und was? Zwei Lichter übereinander gelagert ergeben also ein Loch. Ja, ups. Ist logisch. Soll uns nicht weiter stören. So, jetzt sollen wir das Ding dann noch reinschieben und das ist natürlich auch ganz easy, einfach mit dem Verschieber. Zack, ziehen wir die Statue einen auf uns zu und drin ist die. Etwas hat geklickt. Hier nochmal schön feststampfen. Und, ja, weiß nicht, ob wir jetzt erstmal nochmal nach unten sollen. Wir gehen einfach mal kurz gucken, unten bei Kraden, was da geklickt hat. Das muss ja irgendwas hier im Raum weiter unten sein. Okay. Das Licht hat sich geändert. Hier ist noch alles gleich, soweit ich das sagen kann. Nur hier ist es komisch. Sag mal, lass mich wissen, was du gefunden hast. Okay. Sag ich dir dann Bescheid. Dann nehme ich mal an, wir können jetzt ja nur hier weitermachen. Würde ich mal sagen, schieben. Zack. Und okay, bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Was? Was geschieht hier? Warten, das hast du doch gerade schon mal mitbekommen. Es ändert sich wieder was. Ein Teil wird wieder zur Sonne. Isaac muss schon wieder was gefunden haben. Okay, wir stehen hier. Isaac, du hast es geschafft. Kraden. Okay, was ist da drüben jetzt los? Da hat sich jetzt auch was geändert. Gute Arbeit, Isaac. Ja, seht ihr da unten links? Wo kommt denn dieses Loch her? Das war ja doch vorher nicht. Als Isaac diese Statuen verschoben hat, gaben sie plötzlich zwei Lichtstrahlen von sich. Dann erschien dieses Loch im Boden. Und dann hat Isaac die Statue hineingestoßen. Ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Also stellte dir die erste Statue eine Falle dar. Ja. Und die andere Statue dient dazu, die Falle zu entschärfen. Das ergibt Sinn, ja. Und jetzt, da du sie entschärft hast, sollte es kein Problem mehr geben. Okay, gut. Also die restlichen auch. Ich bleibe im Lunaraum, wo es sicher ist. Ihr kümmert euch um den Rest. Okay, super. Können wir jetzt also ungehindert die
ungeniert die anderen Statuen auch noch zurechtschieben. Okay, gut. Hier erscheint jetzt schon die halbe Sonne. Jetzt drei Viertel der Sonne. Okay, mal sehen, was passiert, wenn wir die Sonne komplettieren. Okay. Oh, nichts. Gar nichts. Gut, dann humpeln. Das ist, wenn er läuft, das sieht so ein bisschen aus, als ob er humpelt, oder? Bop, bop, bop. Okay, ich würde nur sagen, jetzt holen wir uns einfach mal den Stein hier. Isaac findet einen Psyenergiestein. Alle PP sind wieder aufgefüllt. Ich bin ein Idiot. Ich hätte vorher... Hätte ich uns noch heilen können. Also, ja, mache ich jetzt einfach mal. So, einmal eine Runde Heilung für alle. Isaac hat jetzt zwar ein paar PP verbraucht, aber das ist nicht weiter schlimm. Sieht auch nicht schlecht aus hier, oder? So glitzern. Guck mal, wie der Stein hier herkommt. So ein rosa Stein. Das sind ja hier nur grüne und blaue. Hier, wären wir in Minecraft, dann würde man hier bestimmt coole Sachen abbauen können. Sieht ja aus hier wie diese Smaragde oder so. Wie, weiß ich, da bin ich jetzt nicht mehr up-to-date bei Minecraft leider. Okay, gehen wir mal runter zu Kraden. Mal gucken, was sich hier getan hat. Es ist hell geworden. Sieh doch, Isaac, das Abbild von Luna hat sich in Sol verwandelt. Aber ansonsten hat sich nichts verändert. Hm. Eigenartig. All dieser Aufwand für eine Falle. Und dann geschieht nichts weiter? Ja, ist schon sehr merkwürdig. Irgendwo muss sich noch etwas verändert haben. Wir müssen es finden. Ja, kommst du wieder mit uns? Okay, gut. Gehen wir einfach nochmal kurz. Wir haben da oben links jetzt gar nicht geguckt. Ist da was? Nein, nur Luna jetzt. Okay. Dann, gibt es jetzt nur noch einen Raum, ja. Ups. Hier ein bisschen verrutscht, da ein bisschen verrutscht. Das muss es ja hier jetzt sein, oder? Tatsächlich ist... Oh. Sieh doch. Das Symbol auf dem Boden. Es hat sich von Sol in Luna verwandelt. Sicher ist da irgendwas in diesem Raum. In dem Raum hier? Okay, von hier geht irgendwie ein Lichtstrahl auf... Auf diese Wand. Kann man das... Ja. Wow, was... Wir sprechen die Wand nur an und... Wow. Ah, das muss es sein. Lass uns gehen, Isaac. Okay, wir treten in dieses komische Ding ein, das nicht aussieht wie eine Tür. Aber es teleportiert uns scheinbar wohin. Warte auf mich, Isaac. Ich komme schon. Kraden kommt uns hinterher und... Okay, mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Oh. Die Musik ändert sich schon mal komplett. Auch sehr schön. Die werden wir noch öfter hören. Ja, was ist das hier noch für ein komischer Raum? Das sieht aus, als ob wir irgendwo... Ja, was weiß ich, das sieht aus wie auf einem hohen Meer. Wo sind wir? Ja. Ist das der Ozean? Das kann nicht sein, dass... Da... Überall Wasser. Nein, aber das kann nicht sein, der Ozean hat Wellen. Hm. Der Ozean? Was ist das? Der Ozean besteht aus endlosen Wassermengen. Am Ende der Welt. Was? Endlos? Das kannst du nicht verstehen. Eines Tages werde ich ihn dir zeigen. Ja, schön. Darauf freue ich mich schon. Hm. Ja, was kann das nur sein? Ach. Die Elementarsterne! Es gibt sie wirklich. Die Elementarsterne existieren wirklich. Du hast uns davon erzählt. Elemente sind die Bausteine der Materie. Steine, Holz, selbst wir. Alles besteht aus den vier Elementen. Habe ich das richtig verstanden, Isaac?
Ja, sehr wohl, Garrett. Hast du gut aufgepasst. Ja, genau, ihr drei. Ich habe es euch schon viele Male erklärt. Die Elemente stellen die Quelle jeglicher Materie dar. Erde, Wasser, Feuer und Wind. Dies sind die vier Elemente. Die Legenden erzählen davon, dass die vier Elementarsterne die reine Essenz jedes Elements beinhalten. Und jetzt liegen diese legendären Steine direkt vor unseren Augen. Der Venusstern, der Elementarstein der Erde. Und da, der Merkurstern, der die vielen Formen des Wassers in sich trägt. Und schaut da drüben, dort ist der Marsstern, rotglühend von dem Feuer, das in seinem Innern lodert. Und ja, zu guter Letzt da noch. Und der Jupiterstern, erfüllt von der Kraft der Winde. Ja. Ist das nicht schön? Kran, warum bist du plötzlich so aufgeregt? Wie könnt ihr in der Gegenwart solcher Wunder nur so ruhig bleiben? Ihr steht vor dem Ursprung der Alchemie, oder ihr steht dem Ursprung der Alchemie gegenüber. Was? Habe ich euch nicht schon davon erzählt? Nee, noch nicht wirklich. Dann muss das hier für dich völliges Neuland sein. Der Weisheitsstein. Der Stein der Weisen. Hm? Was sagst du da? Dieser Stein beherrscht alles. Er kann rohe Materie in Gold verwandeln. Selbst den Tod aufhalten. Ah. Verstehst du es jetzt? Ja, ich denke schon. Das Studium der Alchemie begann mit der Suche nach diesem Stein. Ich verstehe zwar nicht ganz, wie es funktioniert, aber sie verfügen über enorme Kräfte, oder? Mehr als nur enorm. Mit einem einzigen Stein könnte man die Welt erobern. Oh, vielleicht beginnst du jetzt zu verstehen. Durchaus. Mach uns nicht solche Angst, Kran. Ich dachte wirklich, du meinst es ernst. Die Welt erobern? Er kann schon sagen, was die Wahrheit ist. Du? Nee, ich auch nicht. Niemand von uns dreien. Deshalb habe ich nach den Elementarsternen gesucht. Ich will die Wahrheit über sie herausfinden. Und jetzt... jetzt liegen sie vor mir, aber... Sei vorsichtig, Kran. Es scheint rutschig zu sein. Aber ich muss die Elementarsterne untersuchen. Ach, ich hab's. Lass das doch von den Jungs übernehmen. Ja, klar, kann man machen. Kann ich das verlangen? Würde es euch etwas ausmachen? Nein, Kran. Wie gesagt, wir machen das gerne für dich. Es wäre ihnen ein Vergnügen, die Steine für dich zu holen. Stimmt, Isaac? Ja, das ist wirklich. Freuen wir uns. Vielen Dank. Gut. Dann... wirst du das hier brauchen, Isaac? Ah. Hast du die aus deiner Hütte mitgebracht, Kran? Ja. Was sind das für Beutel? Sie wurden aus Mithril-Fäden gewebt. Ah. Was ist das? Ich habe sie speziell für eine solche Gelegenheit vorbereitet. Aber warum gerade dafür? Das ist ein teurer Stoff. Geht jetzt, holt die Elementarsterne und steckt sie in diese Beutel. Okay, gut. Ja, machen wir das. Oh, wir haben die Mithril-Beutel erhalten. Okay, gut, aber der Part hat sich jetzt hier durch diese durch diesen Abschnitt wieder verlängert. Eigentlich will ich 15 Minuten Parts beibehalten, aber ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Aber jetzt ist erstmal der Part vorbei, ja? Es wird langsam interessant, es werfen sich ein paar Fragen auf. Vielleicht werden die ja dann im nächsten Part geklärt, ja?
Also, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao!